So, da machen wir mal weiter. Aber bevor ich jetzt hier runtergehe, weil ich ja jetzt den verbesserten Frostbolzen habe, will ich mich jetzt mal gucken, wie gut ich mich mit den Schleimen anlegen kann. Ich habe das Schleimgebiet ja noch böse in Erinnerung aus dem Hauptspiel. Und hab eigentlich noch zwei Level runter gemacht, also bis einschließlich Level 5, bevor ich wieder zurück zu denen gegangen bin. Aber ich denke, ich probiere sie jetzt mal so. Oh, okay, da müssen wir wieder im Kreis laufen. Weil ich hier aus Versehen die Tür wieder zugemacht habe, was blöd ist. Aber gut. Dann laufen wir noch einmal hier rum. Können bei der Gelegenheit auch die Tür wieder aufmachen. Für den Fall, dass wir noch nicht stark genug sind für die Schleime, dass wir schneller wieder wegkommen. Und auch wieder schneller wieder hinkommen, wenn wir sie doch noch mal versuchen wollen, dann, nachdem wir die fünfte Etage hinter uns haben. So, da müsste es dann zu den Schleimen gehen. Ja. Gut, runter da. Und hier erstmal nach Schaltern umgucken, aber ich sehe soweit keine. Deswegen hier mal aufmachen. Und hoffen, dass wir nicht gleich von irgendeinem Schleim umzingelt werden. Aua. Also gut, Schaden machen sie schon mal. Und halten auch gut was aus. Aber sie bleiben zum Glück lange eingefroren, aber sie machen uns krank. Und Bueno, hier hat einen Level. Schön. Wieder Unaimed Combat für mehr Health. Oh, noch zwei Level sehe ich gerade. Da kann er. Oh, noch ein Level und der kann Faster than Lightning mit Evasion plus 20. Wow. Aber noch zwei Level hat er mehr Stärke. Aber ich schlafe jetzt erstmal. Also, die Schleime scheinen ja machbar zu sein. Sofern die Krankheit uns nicht umbringt. Jawohl, heil dich hoch. Nahrung haben wir ja genug, also können wir ruhig hier öfter mal schlafen. Noch etwas Nahrung. Verbrauchen. Das war nicht gut. Die hätte gleich einen neuen Eiszauber machen sollen. Erstmal zurückfallen lassen und gucken, ob der Schleim kommt. Das Gute ist ja, die Schleime respawnen in dem Gebiet nicht. Deswegen dürften wir langsam vorankommen. Oh. Ah, das war schlecht. Nicht gut. Critical. Noch ein Critical. Sehr schön. Und ein Level up. Talisa. Ja, sehr schön. Noch mehr Entdecker, jetzt hat sie Stab und macht langsam auch endlich mal Schaden und hat eine verdammt hohe Treffsicherheit damit. Damit dürften die Backstabs dann auch besser laufen. Also ja, ich bin zufrieden mit meiner Gruppe, ganz ehrlich. Mein Bredo hier macht schon ziemlich viel Schaden mit seiner Faust
Und die Hämmer vom, oder die Morgensterne von meinem Tachyon sind auch nicht zu verachten. Und wenn ich ordentliche Backsteps hinkriege, dann macht auch Talisa mehr Schaden. Und Elana ist sowieso. Wow, das war sehr schön. Das ist mal lustig. So. Hier ist ein Schleimball, der wird schon mal eingesackt. Das ist weniger gut. Jetzt müssen wir einen Umweg finden. Wenn die uns da den Weg versperren. Vor allem, wenn jetzt auch noch der da kommt. Und uns von hinten umzingelt. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das war nicht schön. Nicht schön. Nicht schön. Nicht schön. Das war blöd. Mist. Also ja, wieder Autosave. Und dann das Ganze nochmal machen. Und ja, ich will diesen Schleimraum jetzt abschließen. Ich habe nämlich keine Lust, da nochmal hoch zurückzugehen. Ich sollte mich aber auf jeden Fall nicht mehr so einkesseln lassen. Das war ungesund. Falsche Richtung. Bin ich froh, dass ich die Automap habe. Sonst würde ich mich erst recht verlaufen. Nein, da ist falsch. Aber hier ist richtig. Und da kommt doch schon Schleim Nummer 1, der sich wieder mal nicht einfrieren lässt. Jetzt aber. Und Bueno hier sein Level Up wieder gekriegt. Im Augenblick macht er 28, 29. Mit 4 Punkten drauf macht er 31, 33. Das ist schon übel. Jetzt vorsichtig hier rein. Jetzt läuft er weg. Immer nah am Ausgang bleiben. So. Mit einem schönen Kick verabschieden wir uns erst einmal wieder von den Schleimen und heilen hoch. Ja, ich bin jetzt schon wieder viel besser drin beim gegen Schleime kämpfen. Gott sei Dank. Vier oder fünf? Okay, sechs sind hier mindestens noch.
verdammt. Und ja, diese Schleime sind gefährlich. Vor allem in dem Bereich hier, weil sie hier durch die Gitter spucken. Talisa Level Up. Deggers. 28 Treffsicherheit hat sie so viel wie, fast so viel wie mein Bueno hier. Und ja, Bueno hier müsste eigentlich fast immer treffen mit seiner Faust. Mit so einer hohen Treffsicherheit. Außer halt bei Gegnern, die eine ziemlich hohe Evasion haben. Und davon gibt es ja zum Glück kaum welche. Uah. Okay, zweimal getroffen werden, das ist nicht so gut. So ist das aber gut. Ja. Jetzt sind zwei vergiftet. Jetzt sollten wir mal gucken, dass wenigstens Talisas Krankheit kurz abklingt. Mal kurz gucken, wie es mit dem Essen steht. Sie könnten ein bisschen vertragen. So. Weil sie muss ja auch gegen die Krankheit heilen. Jawohl. Krankheit abgeklungen, dann kann sie hochheilen. Sie müsste eigentlich mit ihrer Evasion kaum zu treffen sein. Haben wir trotzdem halt getroffen. Sie hat immer eine Evasion von 46. Da kommt der Kleine vor die Tür. So. Die beiden haben noch nur kleben. Und langsam werden die Schleime weniger. Wow, das war mal ein Haufen Schaden, aber es hat ihn nicht eingefroren. Komm. Und Tür zu und schlafen heilen. Ja, zum Glück können Schleime keine Türen aufmachen. Sehr gut. Okay, welches ist jetzt der angeschlagene Schleim? Du bleibst da stehen, das ist mies. Gehen wir noch eins weg, gehst du dann weg? Nein, aber dafür spuckt uns der Nachbar an. So, dann hauen wir mal den hier. Das war ein Eiszauber zu früh. Und da habe ich mich gerade selber getroffen. Ich muss gucken, dass ich schnell den vor mir ausschalte. Nein, nein, nein. Nein, nein, geht weg. Oh, shit. Uff. Ja, es ist nur noch einer hier drin, aber meine Gruppe ist fast tot und ich will, dass der nicht zumuten. Deswegen
Erstmal zum blauen Kristall zurück. Nehmen wir die Spinnennotiz mit, die könnte uns nämlich helfen. Hey, wo kommt das Secret jetzt auf einmal hier? Energiepotion und noch ein Whitewood Wand. Naja, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Kristall anklicken. Dann gehe ich wieder zurück zur Schleimtür und speichere dort ab. Na komm. Da ist gleich mal offen. Dann machen wir hier drauf. Und ja, die Schleime waren doch, gingen doch einigermaßen. Frische Fackel. Und ja, ich könnte mittlerweile eigentlich Licht zaubern. Aber solange ich noch Fackeln habe, obwohl die letzten 5 sollte ich mir aufheben und dann doch lieber Licht zaubern. Gut, aber erst einmal speichere ich. Bis gleich.